Hi und herzlich willkommen zurück hier beim Robotic Club. Mal gucken, ob wir hier Hilfe anbieten können oder nicht. Wäre halt schon ein bisschen seltsam, wenn nicht. Grüßt euch, ihr Flitzpiepen. Okay, mal sehen, was hier gerade so los ist. Perfekt, bei Takamori und Kuramasaki läuft alles wie geplant. Sakura, wie läuft es bei dir? Konntest du den Fehler von neulich beheben, den der die Maschinen bewegungsunfähig gemacht hat? Tja, nein. Ehrlich gesagt ist es noch nicht behoben. Ist das wieder ein Kommunikationsfehler? Du hast es zum dritten Mal nicht gemeldet. Wie oft soll ich das noch sagen? Immer Bescheid geben, Mann. Ja, es tut mir leid. Kommunikation melden, als wäre es eine Firma. Okay, naja, er wird das hier auch wieder in der Firma wahrscheinlich leiten. Ne? Okay, hey Kitagawa, kannst du Hilfe gebrauchen? Nach Hilfe, ja, mal sehen. Ja, könnten Sie den Roboter anpassen? Sie wissen schon, den Aufbau des Roboters verändern, so kann man seine Leistung anpassen. Ah. Wow, das wusste ich noch gar nicht. Okay, wenn wir aber dafür vielleicht noch Upgrades kriegen. Okay, Kitagawa, der Typ hat doch gar keine Ahnung von Robotern. Wie soll er denn jetzt den anpassen? Die Beweglichkeit basiert nicht auf Logik, sondern auf Gefühl. Und außerdem ist es effektiver, wenn der, der das Teil steuert, auch seine Ansichten einfließen lässt. Okay, verstehe, aber das ist doch trotzdem komisch. Du überlässt ihm viel zu viel. Takamori. Lass es mich mal so sagen, Takamori. Der Aufbau des Roboters ist für den Piloten das, was Schuhe und Ausrüstung für einen Athleten sind. Der Pilot weiß, welche Teile die Beweglichkeit und Offensive des Roboters verbessern, wenn er ein Gefühl für sie entwickelt hat. Deshalb liegt der Zyro Robotic Club schon immer großen Wert auf das Feedback des Piloten. Oh, ja, aber trotzdem, das ist die optimale Lösung. Na schön, wenn es dann sein muss. Yagami, versuchen wir es doch mal. Okay, dann kommen wir zum Anpassen des Roboters. Unter Teile entwickeln können Sie neue Teile für die Anpassung des Roboters produzieren. Unter Teile neu arrangieren können Sie auch die Konfiguration der Teile Ihres Roboters anpassen. Individualisieren Sie Ihren Roboter doch ein wenig. Okay. Zuerst sollten wir Teile entwickeln, die eine bessere Leistung bringen als die aktuellen Teile des Roboters. Okay, wirkt sich aufs Kostenlimit aus, bestimmt den Robotertyp, wirkt sich auf die Leistung und Bewegungsgeschwindigkeit aus. Ich glaube, Motor würde ich dann machen. Modul fügt Spezialeffekte hinzu, wird zur Offensive benutzt. Na gut. Was kann ich denn machen? Okay, zum Teil entwickeln braucht man Material und Geld. Das haben wir genug, also Geld zumindest. Ja, erhalten Sie als Belohnung für gewonnene Matches. Sie können vielleicht auch manche Sachen, die Sie bei sich haben, als Material verwenden. Wenn Sie etwas nicht mehr brauchen, probieren Sie es ruhig aus. Was die Finanzierung angeht, übernimmt der Robotic Club. Okay, ich überlasse die Entwicklungsentscheidung Ihnen, Yagami. Aber bedenken Sie, dass Ihnen durch das Budget des Clubs eine Grenze gesetzt ist. Okay, dann wird das doch nicht so leicht. Wir haben ein paar Materialien aus dem Robotic Club vorbereitet. Sie können also einfach selbst Teile entwickeln. Was habe ich? 4000? Kann ich da nicht irgendwas rein? Ach ne, 500.000 Yen hat der. Okay, ich kann eh bloß Batterie machen und, ja Gott sei Dank, Motor. Ja gut, da haben wir alles für. Obwohl das halt schön mit eingearbeitet war, ist es quasi wie bei der Drohne. Aber ob das... Bei der Drohne merkst du es halt wirklich im Flug dann später... Gerade von der Robustheit oder Geschwindigkeit her, bei der Geschichte weiß ich nicht. Okay, Maschine haben sie also diese Teile gefehlt. So, jetzt bringen sie mal Teile an, die sie entwickelt haben. Okay. Neu arrangieren. Ja, Gemisterian, bitte montieren Sie die neuen entwickelten Teile an den Roboter. Was habe ich denn jetzt hier? Tempomotor, ne? Ausbalancierter Motor N. Der war besser, oder? Alter, Geschwindigkeit... Warte mal. Oder habe ich die... Nee, ich habe den Motor gemacht, ne? Also die Energie geht hoch, aber die Bewegungsgeschwindigkeit und Rotation geht übelst runter. Das ist ja kacke, das will ich ja nicht. Kosten ist ja klar. Aber ich will eher, was hoch geht. Nee, das ist ja doof. Okay, wir können das wahrscheinlich immer noch umtüdeln. Nee, das ändere ich gleich nochmal. Und ich entwickle dann nochmal das andere Teil dafür. Das ist ja doof. Weil gerade das ist ja das, was ich brauche. Bewegungsgeschwindigkeit und Schnelligkeit. So funktioniert das also. Ich glaube, ich habe es verstanden. Mit dem Ergebnis des Trainingsspiels überlegen wir uns erforderliche Gegenmaßnahmen und bauen nötige Nachbesserungen im Entwicklungszyklus ein. Sollten Sie irgendwelche neuen Teile benötigen, sagen Sie bitte Bescheid, Yagami. Kurumasaki kann sie Ihnen entwerfen. Okay, kannst du Roboterteile, Gesamtkostenteile, Kostenlimit für den Roboter, Matches deutlich ab.
Übersteigen die Gesamtkosten der Teile das Kostenlimit, fällt die Roboterleistung während des Matches deutlich ab. Okay. Geld, Materialien. Ich guck mal, dass ich das im Blick behalte. Heißt das, die Leistung des Roboters hängt vom Kurumal Sakis Ingenieurkunst ab? Ah nein, ganz und gar nicht. Ich entwerfe nur alles, was der Leiter anfordert. Ah, da klingt aber, als würde ich dich um jede Menge Zeug bitten müssen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Okay, okay. Ja, das ist definitiv einer von den schüchternen Sorte. Okay, das ist schön, aber kann ich meinen Roboter vielleicht gleich mal wieder ändern? Weil das war... Kann ich das machen? Kann ich doch bestimmt bei ihm hier, oder? Oder kann ich es bei ihm hier? Oder... Hä? Ich will meinen Roboter ändern, Mann. Ich dachte, das kann ich hier gleich am Tisch machen. Willst du mich verarschen? Ich kann ja hier mit Kim reden. Warte. Okay, hier kann ich halt auch nicht machen. Hä? Ich meine, der ist schlecht. Für mich ist der jetzt schlechter wie zuvor. Warum kann ich hier nicht... Ich will meinen scheiß Roboter ändern, Mann. Okay. Raus. Amazame? Nee. Crying out loud. Was fällt diesen frechen kleinen Robotern jetzt bloß ein? Denkt er etwa, er kann einfach einen externen Berater anheuern? Tach. Hm? Sind Sie nicht beim Krimi-Club? Ich bin Yagami. Ich habe gerade auch noch als externer Berater beim Robotik-Club angefangen. Huh? Oh, dann sind Sie also der... Ich bin, was, Yukari Akuta. Die Betreuung des Robotikclubs liegt etwas an. Vermutlich hat Ihnen niemand gesagt, dass ein externer Berater hinzugezogen werden soll. Naja, die haben Sie da, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Nein, ist das nicht schrecklich? Richtig, wenn Sie als Berater fungieren, können wir uns dann kurz mal unterhalten, vielleicht da drüben? Klar, gerne. Ich hatte schon darauf gehofft, mich mit der zuständigen Betreuerin unterhalten zu können. Hatten wir das? Ich kann mich nicht erinnern. Na gut, aber vielleicht konnte ich deshalb den Roboter nicht, ne? Ja, ist ja okay, Mann. Hier sind gerade kaum Schüler. Das ist ein toller Ort zum Entspannen und Reden. Okay, Zeit, Akuto-Sensei über den Roboter-Club auszufragen. Na dann. Excuse me. Wie ich höre, versteht der Robotik-Club sich nicht besonders gut mit seiner Betreuerin. Yes. Ja, das stimmt. Immer wenn ich vorbeischaue, werde ich komplett ignoriert. Das ist unglaublich frustrierend. Mm. Okay, warum ist das so? Wahrscheinlich, weil ich sie nicht an der RE Robo Ready Teilnahme lassen wollte. Echt jetzt? Warum unterstützen sie nicht? Das ist kein Turnier für einen normalen Highschool-Robotik-Club wie unseren. Da blamieren sie sich bloß. Da nehmen Forscher von Berufsfachschulen, Unis und sogar Unternehmen teil, die alle über großes Fachwissen und Geld verfügen. Wenn man jetzt im Hintergrund bohren hört, hoffe ich, kann man das entschuldigen oder dass die Hintergrundgeräusche so stark sind, dass das nicht zu hören ist. Ich habe es jetzt bloß selber gerade kurz gehört, warum da auch schon wieder gebohrt werden muss. Ich habe keine Ahnung. Aber haben Sie letztes Jahr auch einen Robotikwettbewerb teilgenommen? Das war nur zum Spaß, aber okay, Kitagawa-Kun ist anders. Seit er Lehrer ist, gibt es einen Sponsor. Wenn Sie jetzt verlieren, lacht die ganze Welt über Sie. Ah, okay. Ja, und ganz zu schweigen von den ganzen Nachtschichten, die sich zur Vorbereitung auf das Turnier geschoben haben. Als ihre Betreuer muss ich dann ebenfalls Überstunden machen und zwar unbezahlte. Und trotzdem ignorieren sie mich einfach immer, wenn ich im Clubraum auftauche. Sie sind gemein und das nagt an mir. Okay, das Verhältnis von Betreuern und Club ist ziemlich angespannt. By the way. Dieser Kitagawa, wir haben uns kurz unterhalten und er wirkt wie ein vorbildlicher Schüler. Tja, er ist wirklich ein Wunder. Er hat den Roboterclub ganz schön auf den Kopf gestellt. Früher waren das bloß eine Horde Kinder, die Roboter liebten. Der Club war eher ein Hobby für sie. Wenn ich ab und an vorbeischaue, haben sie Mangas gelesen, gedöst, sowas eben. Okay, es wirkt eher wie ein träger Kulturclub. Sie können sich sicher vorstellen, warum ich Kitagawa-Kuns Rasiermesserverstand zuerst bewundert habe. Er verändert das System so, dass 4 Mitglieder einen hochwertigen Roboter bauen konnten und noch ein hohes Sponsorengeld aus dem Einkaufsviertel an Land gezogen haben. Habe ich schon erwähnt, dass es über 1 Million Yen geht? Über 1 Million? Das ist unglaublich. Welches Einkaufsviertel liegt bitte so viel Geld auf den Tisch? Eins aus Jinsho? Nein, aus Kitagawas Heimat in einem Einkaufsviertel in Tokio. Er hat da wohl Beziehungen. Okay, Mann, oh Mann, das ist echt eine Klasse für sich. Gut. Vielen Dank, Akuta Sensei. Ich glaube, damit sind alle meine Fragen beantwortet. Schön, wenn es Ihnen weiterhilft. Naja, erstmal will ich meinen Roboter ehrlich gesagt wieder ändern. Ja.
Yagami-Sensei. Was meinen Sie, Yagami? Können Sie den Roboterclub für sich gewinnen? Hm. Pff, ehrlich gesagt sind da noch ein paar hohe Mauern zu überwinden. Zweifellos, diese Kinder können Erwachsene echt nicht ausstehen. Ach, das ist in dem Alter doch ganz normal. Die denken Erwachsene, wir verstehen sie nicht. Das stimmt allerdings. Das ist aber, glaube ich, auch wirklich normal, ne? Oder vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie sich nicht an die RE Rover Rally teilnehmen lassen wollten. Puh, es hat gut getan, sich mal das Herz... Das mal vom Herzen zu reden. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden... Yo, ciao. Hm. Ach gut, das Sensei musste wohl echt mal Dampf ablassen. Ja, okay, aber ich gehe da jetzt nochmal rein. Ich will jetzt wissen, ob ich da meinen Roboter nochmal ändern kann. So, jetzt kann ich auch mit ihm quatschen. Vielleicht muss ich das so, ich weiß nicht, nachdem ich die ja getroffen habe. Okay, Yagami, auf zum Trainingsspiel. Ihr Feedback lassen wir uns zukommen. Ja. Okay, alles klar, kriegen wir hin. Neue freigeschaltete Teile, okay. Entschuldigung, ich will erstmal diesen ausbalancierten Motor. Ich weiß, ich habe auf die Energie halt null geachtet, ne? Oh. Warte mal, was haben wir denn am Motor noch? Tempomotor. Was macht denn. Wo stehen die Werte? Okay, wir müssen. Das ist ja den wir haben, ne? Vorhanden 1. Leistungsmotor auch. Es wäre halt schön, wenn das gleich angezeigt würde, von wegen das, was wir angepasst haben. Ach, den haben wir doch nicht. Ja, das steht aber vorhanden 1. Oder ist das, wie ich es bauen kann? Warte mal. Bewegungsgeschwindigkeit und Rotation war mir ja wichtig, ne? Den haben wir ja. Tempomotor N haben wir ja drinne. Okay. Die Bewegungsgeschwindigkeit. Warte mal. Leistung. Ich weiß halt nicht, ob die Leistung so entscheidend jetzt für mich ist. Na toll, kann ich nicht machen, weil ich habe eine IP1 nicht. Wie doof ist das denn? Berichte zur Grundlage Nahkampf. Ah, ich muss wahrscheinlich dann Trainingsmatches oder Direktmatches machen, ne? Ist das was, was ich beim Dings gekriegt habe? Okay, behalte ich mal im Winter. Vorhanden 3? Vorhanden 0. Also sie ist stärker, oder? Kostenlimit? Okay. Okay, wahrscheinlich muss ich die reinbasteln, damit ich... Ach, das ist das, was es verbraucht, oder? Das war die Batterie, Kostenlimit. Weil das war bei der Drohne, glaube ich, auch so. Da musste ich halt gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das da auch Energie stand, aber dass das halt unter einem bestimmten Wert wurde. Und jedes Mal will ich was Besseres halt, ne? Ich kann auch... Okay, warte. Hier kann ich ja eine... Doch, hier habe ich von Noble Velo One. Ich will halt auch nicht sinnlos irgendwas ausgeben. Verteidigung 6. Ah, okay, ach so, das sind meine ganzen, die ich eh habe. Schon Noble, ne? Okay, wir entwickeln das mal. Ich glaube, ich verstehe es langsam. Sagen wir es so. Katsching. Okay, Kooperation mit Verbündeten. Du kannst nicht mehrere KI gleichzeitig ausrüsten. Keine Ahnung, was das ist. Okay, warte mal, war das bei hier oben? True Noble? Ah, okay, da steht Status. Jetzt bin ich bei 330 und ich habe ein Kostenlimit von 400. Okay, Angriff ist 25, Verteidigung 18, Energie 400, Bewegungsgeschwindigkeit 3. Ja, ich würde aber gerne noch etwas höher gehen. Was aber nicht geht, ne? Ich kann höchstens mal gucken. Hier habe ich ja vorhanden 1.
Oder jeweils eins. Aber was ich eigentlich hier mit dem... Obwohl... Ah ne, das ging, da konnte ich auch nichts machen. Nee. Okay. Ich will nur was gucken. Ich habe nur den Shark Drill. Aber hier steht vorhin eins. Ach, Bericht zur Grundlage. Ja, ich sehe es gerade. Also können wir gar nicht weitermachen. Match beginnen. International League. Wollen wir mal probieren? Ich versuch's einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und kann auch in einem offiziellen Match was reißen. Ich glaube zwar eher weniger. Aber vielleicht kriegen wir dadurch ja irgendwelche Grundlagengeschichten. Ne? Get him, Yagnibot. Ansonsten, wenn ich verkacke. Und es sind ja bloß 3 Minuten, ne? Die sind halt so viel schneller. Nein, jetzt habe ich den auch noch hingeschoben. Dreck. Die wissen so. Alter, die sind halt echt schnell. Das kann ich vergessen, glaube ich. Die wissen so. Hab ich jetzt schon mal. Ich habe noch nicht mal einen Teil. Not looking good. Ey, ich muss auf jeden Fall. Brauche ich eine höhere Geschwindigkeit. Guck dir das mal an, Alter. Das ist ja furchtbar. Da muss ich ja echt Glück haben, wo die Scheiße spawnt. Boah, Glück gehabt, ey. Aber ich muss das ja erstmal meine Basis anbringen. Das ist ja die Scheiße. Ja, und da brauche ich nicht hin. Und gefühlt, die anderen machen einen Scheiß. Okay, ja, schön, der ist weg, aber okay, gut, das ist... Ja, ich krieg ja hier auch nichts, Mann. Ich krieg hier gar nichts. Ach doch, ich hab jetzt mal eins, toll. Aber guck dir das mal an, die haben irgendwie einen Temposchub oder so. No way. Das ist... Okay, ja, Fehlerkontrolle, ja, toll. So viel dazu. Wenn du Roboter nicht so bewegen kannst, wie du willst, versuche es mal mit KI. Sie kann ihn für dich steuern. Bei IV, ich... Hä? Das ist ja Fortschritt verlieren, wenn du nicht rechtzeitig gespeichert hast oder immer speichern. Deaktiviert. Ich weiß jetzt nicht, wo es... Ich will nicht nochmal. Hey... Da bin ich wieder. Ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon angesprochen gehabt. Ich habe ja noch ein Päckchen erwartet. Das kam jetzt. Und halt vom 5. Stock schnell runterrennen. Und dann wieder hoch. Deshalb, ja. Die Sache ist... Hat jetzt ja nicht so gut funktioniert mit dem Roboter. Ich hoffe, ich bin jetzt hier in der richtigen Richtung. Ich bin mir ehrlich gesagt das nicht so ganz sicher. Vielleicht funktioniert... Ja doch, hier sind Fahrstühle. Vielleicht funktioniert das auch so, dass wir halt wieder aus der Schule raus müssen und dann wird sich aber Same melden. Bin ich mir aber ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher. Wir gucken einfach mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann... Wir hatten ja noch eine Schlagwortsuche, wo wir eins nicht wussten. Okay, die Sache ist, Tanztraining können wir auch nicht machen. Verlackten. Wo die Kappa wohnt, ja, Robotikclub. Aber ich kann da jetzt nicht aktiv machen oder ich muss halt wirklich erst ein Match gewinnen. Da müssten wir aber eigentlich trainieren, ne? Ansonsten, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, vielleicht habe ich ja Glück. Rauschen. Okay, jetzt geht's los. Telefon macht Hokuspokus während eines Anrufs. Sind das Störgeräusche? Meine WLAN-Verbindung bricht manchmal ab. Sind das Störgeräusche oder so? Mein Anruf wurde eben einfach so von diesem seltsamen Rauschen unterbrochen. Okay, warte, wir machen mal nicht... Also Rauschen ist ja schon sehr begrenzt, ne? Raubüberfall, alle im Büro. Wait.
Okay, kann ich gar nicht machen. Ich mach mal nur das Kappa-Zeug. Da, wo es sich ja am meisten häuft, ne, haben wir vielleicht bei uns gleich irgendwie was in der Gegend? Weil an den Orten waren wir, glaube ich, schon. Guck mal, da sind zwei Spots. Relativ gleich in der Nähe. Dann lass uns mal da noch ein bisschen hinterher sein. Vielleicht finden wir ja noch ein paar. Weil bei der Zero-Hai, da bin ich mir halt manchmal echt unsicher, was das jetzt... Okay. Was ich da jetzt machen soll, ob da jetzt wirklich bloß abwarten ist oder... Oh Gott. Warte mal, hat er eine Knarre? Ja, da hat er eine Knarre. Und ich dachte, bei dem ganzen Zeug, was ich halt finde, kann ich auch gleich noch... Schön. Kann ich auch gleich noch was machen. Also, kann ich gleich noch verwenden für meinen Roboter. Okay. Ja, ich hab schon gesehen, wer es verloren hat. Das war... Nee, war doch nicht sie. Kann ja bloß sie sein. Guten Tag. Excuse me. Notizbuch. Okay, das ist sehr schön. Hä, hab ich da was Neues für einen Kranich gefunden? Hä, willst du mich verarschen, Mann? Jetzt da eigentlich mal jedes einzelne noch absuchen. Ich meine, in unserem eigentlichen komischen Viertel da, wo wir schon ein paar Mal waren, da hat es halt nicht funktioniert, ne? Okay, warte. Ich weiß, wir waren hier, glaube ich, auch schon gewesen, ne? Und es war hier auf jeden Fall immer ein Pfeil über dem Ding. Ich hätte mir aber vielleicht mal durchlesen sollen, was sie dazu gesagt haben. Weil beim Sportplatz hier waren wir schon. Also es kann jetzt sein, dass wir jetzt auch zu Dings kommen. Na, zu Orten kommen, wo wir eh schon waren. Kappa. Da, wo sich's halt häuft. Aber da waren wir halt schon. Aber welcher Pause? Ach so. Hab einen Kappa am Tag gesehen und war so erschrocken. War regelrecht in... Da hatten wir, glaube ich, das andere gehabt. Was für eine Unruhestifter schlossiert bitte mit einem Kappa-Statue durch die Gegend. Okay, weil das könnte nämlich ein Hinweis sein, dass den einer wieder trägt oder so, ne? Was für ein Unruhestifter? Bombenanschlag? What? Hier hinten war zwar noch irgendwas. LOL, da hinten. Fuck, wie war denn das jetzt nochmal gewesen? War das ein Foto machen? Oder war das einfach bloß... Scheiße, war das ein Foto machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Eigentlich nicht, ne? Oh, ja, nee, scheiß auf die Filter. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber da ist auch kein Dings drüber. Scheiße, jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass wir noch einen gefunden haben. Verstehe, aber es war halt, ist jetzt auch kein Pfeil drüber, ne? Oder hatten wir den doch schon gehabt? Wo der Kappa? Bei neuesten Aktionen noch Problemen, die von einem aus einem Fotomotiv aufgestellten Kappa-Statuen werden immer wieder gestohlen. Gut, man hat mich gebraucht, hat sie wiederzufinden. Okay, dann ist das keiner? Ich weiß nicht, und hier auf dem Sportplatz hatten wir ja schon. Das war ja hier drüben gewesen, ne? Beim Tor, ja. Oder das mit dem Blödmann stolziert rum? War dann einfach bloß damit gemeint, ne? Weil der hat den ja, glaube ich, irgendwie als Torwart oder so verwendet. Ich weiß es gar nicht. Das war hier oben gewesen, waren wir bei dem schon. Sind Kappa nicht niedlich? Wie finde... Was? Wie finde nur ich das so? Was? Wie finde ich nur das so? Ich glaube, das ist so gemeint. Das ist ja ganz komisch. Geil. Oder? Okay. Dann mal rüber damit. Na, bevor die ihn... Komm schon.
Wie gesagt, wir können noch mal, wir können jetzt einfach nochmal alles abgeben. Wir haben ja ein bisschen Zeit und bei der Schule wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich da jetzt erstmal weiterkomme, ohne dass irgendwie ein Telefonat kommt. Ich meine, ich hätte auch ein Taxi nehmen können, aber ganz ehrlich, die Strecken hier sind immer ein bisschen sehr, wie soll ich sagen? Bin ich hier wirklich richtig? Jawohl. Eigentlich immer sehr kurz aus. Und dann können wir schon mal sagen, jo, wir haben wenigstens die Sachen, die wir bei der Schlagwortsuche finden, oben alles abgegrast, ne? Okay, das ist bei dem Spielecenter. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon gewesen. Guten Tag. Haha, gerade noch erwischt. Und tschüss. Jo, danke, danke, danke. Okay. Hier soll es auf jeden Fall sein. Ist das sogar nicht die Ecke, wo unser Spezi war? Warte mal, ging es hier gerade rein? Nee, sah bloß aus. Der mit den, ich würde gerade sagen, mit den Likörchen. Nee, mit den Elixieren. Es kann halt sein, dass das ein hier unten irgendwie ist. Guten Tag. Das ist ja bloß ein Shogi-Schuppen oder so, ne? Ich glaube auch nicht, dass das im Untergrund ist. Es muss ja halt auch nicht bei allen sein. Der hat ja gesagt, immer bloß bei Ballungsgebieten, ne? Also, wenn man das so sagen mag. Okay, hier ist halt auch nichts. Schade. Dann gucken wir mal weiter. Okay, oben hatten wir. Das hatten wir. Ja, hier bei den. Was sind das jetzt hier? Ich mag keine Kappa Mica Rolls. Die sind doch nur Gurke statt Fisch. Ach, lol. Okay. Ich sollte mal wirklich halt mal durchlesen, was das ist, ne? Hier in der Gegend reden nur noch von dem Kappa. Besoffener Typ ist in den Fluss gesprungen. Er hat angeblich einen Kappa gesehen. Das hatten wir ja, glaube ich, schon. Was für ein unbeschrifteter Bezirk mit einer Kappa-Stadt durch die Gegend. Also hat man Zeit öfters mal Kappa gesichtet? Sneaky. Ich meine, das wäre eigentlich noch eine Geschichte. Was war denn da? Stand daneben. Wo ist denn das? Okay, Kappa sind Teil unserer Kultur. Sowas. Das Ding ist. Okay, da werde ich wahrscheinlich wirklich mit dem Taxi rüberfahren. Wir waren da, glaube ich, auch schon gewesen. Oder uns fehlen noch irgendwelche Informationen. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Orte abgehen. Oder? Nee. Falsches Viertel. Hier. Ich meine, demnach haben wir in der Folge schon irgendwas geschafft. Doch, wir haben mit der Lehrerin geredet. Aber gut, das mit dem Kappa im Müll. Ja, ich erinnere mich hier dran. Naja, hier waren wir schon. Oder? Also ich möchte sagen, hier waren wir schon. Oder hatten wir die nicht gefunden? Kappa im Müll. Aber der Ort kommt mir halt bekannt vor. Da hätte ich wenigstens, oder hätte ich zumindest in mein eigenes RP nochmal reingucken sollen, glaube ich. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wo die stand, aber ich glaube, das hatten wir schon. Ach, ja, die schöne Sucharbeit. Also, ich kann nicht versprechen, dass es überhaupt irgendwas wird. Kann ja auch sein, dass die relativ nah immer beieinander sind. Dann Kappa aus dem Wasser. Ich meine, an der Ecke waren wir ja schon. Dass wir einen besoffenen Typen wissen war. Da sind wir gerade. Statue Müll. Sneaky. Die Sache, ich würde halt gerne so. Ne, ich kann bloß.
nach oben, unten irgendwie machen und dann zeigt mir das schon an, oder zeigt mir das schon irgendwo was an, aber... Warte. Hash, da waren wir ja doch schon. Ich kann halt nicht über die Map gucken, einfach mal, wo da genau was ist, ne? Ich kann halt bloß nach dem gehen. Was steht denn hier eigentlich? Ich mag keine Kappa-Maika Rolls. Okay, das ist halt wirklich bloß ein Restaurant. Und oben haben wir ja schon alles abgegrast, ne? Und das hatten wir auch schon. Das ist halt das... Ich habe auch das Gefühl, dass die Postings eher relativ sind. Verpisst euch. Also nicht relativ sind, aber dass das doch einzelne Postings sind. Und ich habe das vielleicht bloß... Vielleicht falsch verstanden oder so? Dass sie meinen, da wo am meisten gequatscht wird, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten. So habe ich es zumindest verstanden. Also ab in die Gasse. Aber es sind halt, glaube ich, immer noch drei Stück. Also, bei den meisten Orten waren wir schon. Ich wollte jetzt bloß halt mal ein Ausschlussverfahren machen. Ach, na toll. Guten Tag. Weil da, den Kappa haben wir ja gerade schon gesehen, ne? Blutig schon wieder. Okay, er hat aufgehört zu bluten, aber jetzt blute ich ja wahrscheinlich schon wieder. Glück gehabt. Okay, da war auf jeden Fall nichts drüber gewesen. Und der andere Posting war halt genau hier daneben, ne? Also kann ich wirklich... Ja. War halt genau daneben. Ich dachte, oben waren wir schon fertig. Was sagt denn der bei dem anderen? Wenn die Kappas im Gewerbeviertel waren Zwillinge? Hä? Okay, ich meine, der Rest ist ja... Warte. Dass man hier jedes einzelne Posting so durchgehen muss. Das ist das, was das Ich-Wo ist. Warte mal, was ist das? Weiß ich nicht genau. Das ist halt so bescheuert. Das müsst ihr, das ist ja wie, als ob das hier auf der ganzen Dings ist, ne? Also, auf der Ehenstraße nur. Weil hier habe ich zwei Postings gehabt und da in der Ecke den Kappa hatten wir, glaube ich, gefunden gehabt. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Und hier war ja die Stelle, wo alles angefangen hat. Deswegen ist das komisch. Hier war was im Müll. Hier sehe ich aber auch keinen weiter. Da war ja noch das eine Hörnchen. Ich höre noch eine Katze. Das ist cool. Okay. Wir quatschen mal kurz, wir haben ja eh immer nach rechts gedrückt. Tag, grüß dich. Name, huh? Opa. Stay safe. Das bringt keine Ahnung, ist mir auch ehrlich gesagt relativ. Aber wenn ich halt die Straße hier weitergehe, es kommt dir so vor, als ob die alles nur an einer Straße aufgestellt haben. Das ist halt ein bisschen blöd. Weil damit ist die Kappersuche halt so eine Geschichte. Ich glaube, wird mal wieder Zeit, dass wir was essen gehen, oder? Easy. Really, guys? Schade, wäre halt noch schön gewesen, wenn wir das auf einmal hätten hingekriegt. Aber natürlich nicht. Ich meine, dann ist die Kappa-Suche, da muss ich halt wirklich mal so schauen, wenn ich privat und vielleicht noch ein bisschen zocke, wenn ich mir Zeit dafür habe. Weil es ist halt immer blöd, wenn ich... Ach nein. Wenn ich ENLP mache, pisst euch. Ich wollte jetzt eigentlich bloß noch nach Futterbude suchen, wo ich vielleicht noch nicht dran war. ENLP mache und da schon, sag ich mal, gut vorproduziert habe, ich dann fürs nächste wieder was machen muss, weil da die Folgen ausgehen. Frag mich nicht, warum ich jetzt gerade hier lang slide, weil ich war in der Meinung gewesen, hier wird es doch bestimmt irgendwo was geben. Nein. Nein.
Ja, was denn hier? Was wollt ihr? Oh. Und tschüss. What the fuck, Alter? Seit wann? Also ich meine, ist ja cool, wenn wir die Hauptstory durch haben und dann eh noch viel futtern oder so müssen, ne? Dass man das so machen kann. Oder dass die jetzt bewaffnet sind und wir dadurch mehr Schaden erleiden. Ist halt wirklich gut, weil es dauert sonst Ewigkeiten. Sonst so, So, lass mal, wo ist denn jetzt hier? Da ist eine Fressbude. Glaube ich. Einsatz der Schlange. Wir hatten ja auch irgendwie was dazugekriegt gehabt. So, Frage ist bloß, wann... Ich wollte nämlich sagen, waren wir denn da schon gewesen oder nicht? Jo, meine Freunde. Hört auf euch zu wehren, das bringt eh nichts. Na, toll. Frag mich nicht, warum ich das manchmal mache. Nein, buff. Jo, wo ist denn jetzt hier der Fresstempel, wo ich eigentlich rein wollte? Da ist er, ja. Guten Tag. War ich hier schon? Kennen Sie mich? Okay, wir hatten hier noch nicht wirklich was, ne? Hä? Das ist halt so blöd, wenn ich zu oft nach oben drücke... Okay, bei der Nudelsuppe. Dann komme ich. Komme ich gleich nach unten. Wenn ich aber nochmal nach unten drücke, komme ich nicht nochmal nach oben. Das ist halt nervig. So, gucken wir mal. Wir spachteln mal ein bisschen was. Was nicht zu teuer ist. Ja, gut. Haben wir wenigstens einiges. Starving. Pretty tasty. Thanks. Gott, der Mann muss so vollgefressen sein. Aber siehst du, dafür ist es halt ganz gut. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, Schlagwortsuche. Wie gesagt, mit dem Rauschen. Wir können mal spaßeshalber gucken mit dem Rauschen. Wie gesagt, mit dem Kappa, das ist halt ein bisschen doof. Aber hier scheint halt alles zu sein. Radio gibt ständig Knistern und Knacken von sich. Das ist ja eklig. Es ist ja eklig hier vorne. Leck. Das ist der Yagami, aber das so drauf hat, dass er auch keinen anderen verletzt. Ne? Nur die uns die Stunk wollen. Na toll. Schön dran vorbei wegen dem Kackbaum. Ich wollte gerade sagen, hör auf zu blocken, Alter, du Plinz. Ja. Was das zumindest mit dem Rauschen auf sich hat. So, ich schätze ja mal, ich muss ja mein etwas größeres Hörgerät dann dafür rausholen, oder? Kann ich mir gut denken, dass das so funktioniert. So, flupp und dann wieder weg, weil darf ich nicht. Ich möchte fast sagen, ich habe das schon mal versucht. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz so sicher. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Es muss hier aber auf jeden Fall in der Nähe sein. Also kann auch sein, ich weiß, vielleicht auch mit dem... Okay. Weil ansonsten unterhält sich hier keiner, oder? Kann vielleicht doch... Warte mal. Es blinkt auf jeden Fall schon mal. Das ist ja das Schöne.
Okay, hier ist es nicht. Hier blinkt es auf jeden Fall, aber wohin das Ganze? Keine Ahnung. Ach nein, warum kommt der jetzt da schon wieder ein paar Blinze angelatscht, Mann? Ich will doch bloß mal gucken, was das mit dem Rauschen auf sich hat. Jetzt die Frau. Warte mal, wo stand das jetzt mit der Frau? Als die Frau wegging? Okay, das muss von ihm sein, aber ich kann halt mit ihm auch nicht reden. Als die Frau wegging, ging die Internetverbindung wieder. Welche Frau? Okay, das ist die Straße runter da. Da sind wir schon alles durchgelatscht. Wir haben halt... Oh, das nervt halt wirklich, dass die hier immer noch ständig an ihm und derselben... Oder ständig an einer Stelle rumlatschen. Okay, hier ist nichts. Also mit dem Detektor können wir hier nicht aufspüren. Als die Frau... Ist halt komisch. Und hier waren ja auch Gespräche irgendwie. Als die Frau vorbeiging, verhielt sich mein Telefon auf einmal seltsam. Gibt's eine Preisprügelei? Wer sagt denn das mit der Frau? Okay, irgendeine Frau. Das finde ich halt noch ein bisschen seltsam, aber die muss ja wahrscheinlich hier ihre Runden latschen, oder? Wenn das nur hier ist. Schlagwort heißt, jetzt geht's los. Wie, jetzt geht's los? Was ist nur? Ich hasse Horrorfilme. Was? Anatomiemodell sich bewegt? Anatomiemodell? Was ist denn das jetzt schon wieder? Lol. Was für ein passender Übergang für die nächste Folge. Ich würde sagen, dann mache ich mich mal auf den Weg, bevor die Flitzpiepen da kommen. Dann haben wir wenigstens noch was freigeschaltet, weil ansonsten habe ich, glaube ich, in der Folge nicht wirklich viel geschafft. Und ich werde jetzt auch mal mit der Aufnahme erstmal eine Aufnahmepause machen, das würde ich sagen. Und wir sehen uns dann morgen bei dem mysteriösen Nebenfall da wieder. Wer weiß, was das wieder ist. Vielleicht haben wir auch Glück und wir finden irgendwann mal die Kappas. Alles klar. Trotzdem. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank heute, glaube ich, sogar wirklich fürs Durchhalten. Und wir sehen uns, ja, dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.